schön, dich zu sehen, mein Lieber. Setz dich, Red. Beckett, ich muss deinen Visor kalibrieren. Gut, fertig. Was wollen die denn von dieser Aristid-Tussi? Keine Ahnung. Wir stellen keine Fragen, Red. Wir gehorchen. Stokes, sag uns, was du weißt. Unsere Zielperson ist Genevieve Aristid, Präsidentin der Armacom Technology Corporation. Sie ist offenbar in ihrem Penthouse gefangen. Wir sollen das Haus sichern und sie in Gewahrsam nehmen. Sicherheitsgewahrsam. Nichts zerstören, auch wenn sie sich wehrt. Und wir müssen durchaus mit Widerstand rechnen. Sie hat offenbar mit dem Blutbad in der Armacom-Einrichtung zu tun. Wie ich sagte, keine Fragen. Sie ist ein wichtiges Ziel und wir sollen sie einkassieren. Also werden wir das tun. Streng nach Lehrbuch und ohne Mätzchen. Bleib locker, Tom. Was kann die Geschäftsfrau schon tun? Eine böse SMS schreiben? Sie ist nicht das Thema. Centcom glaubt, der Aufsichtsrat in Armacom möchte seine Spuren verwischen. Und dazu könnte gehören, Aristid auszuschalten. Fox, geh mit Stokes. Keegan kommt mit mir. Beckett, Red, Manny, setzt euch vor dem Gebäude ab. Wir treffen uns in der Lobby. Mist, warum soll ich mit Godot losziehen? Denn ich mag Heulsusen nicht. Also, los jetzt! Denkt dran, Leute, Finger stillhalten. Der Auftrag lautet, Aristid zu finden, nicht zu töten. Scheißdreck, Mann! Was ist an der so wichtig? Sollen das doch die Bullen machen. Sei froh, dass wir nicht in die Armacamp-Zentrale müssen. Die Aufklärungstrupps dort hat's in Stücke gerissen. Der Laden ist außer Kontrolle. Eure Haltestelle, Jungs. Red, Beckett, wie sieht's aus? Alles ruhig, Tom. Okay, gehen wir hinein. Der Haupteingang ist offenbar blockiert. Tom, jemand hat den Hausmeister auf dem Klo erwischt. Von hinten in den Kopf. In der Lobby gab's auch Tote. Einer sicher, der andere wahrscheinlich dem Blut nach zu urteilen. Beeilt euch, Leute! Das sind aber viele Stufen. Ich glaube, das Tor ist zu, Junge. Du willst doch nicht wirklich die Stufen hochlaufen, oder? Es gibt Ärger. Los jetzt. Unterm Tor durchwecken. Hinterzimmer klar! Da ist ein Privataufzug zu Aristids Penthouse, aber offenbar ist er blockiert. Ich brauche ein bisschen, um das System zu knacken. Oder geht ihr lieber zu Fuß? Vergiss es! Da ist einer fast verblutet. Hol einen Schuss in die Arterie. Die Arterie? Meinst du die Arteria subclavia oder die Carotis? Jemanden wegen seinem Wissen zu foppen ist ein Zeichen von Unsicherheit. Wir müssen Aristid finden. Jetzt! Richtig. Fox, sichere den Eingang. Red, du die Treppe. Der Rest kommt mit mir. Die Treppe? Was soll das, Tom? Das sind ewig viele Stufen. Viel Spaß damit. Nicht schon wieder. Keegan, was ist los? Mist! Du Hurensohn! Er blutet! Verdammt! Ich stütze ihn. Stokes, Beckett, weiter! Die Weste hat viele Kugeln abgefangen, aber eine ging durch. Schlimm? Naja, er überlebt. Bist du okay, Keegan? Ich glaube, sie haben meine Arterie getroffen. Mann, lass es gut sein. Schöner Blick, was?
In Ordnung, Beckett. Wir sind nur zu zweit. Pass auf, ich zähle auf dich. Und achtet auf eure Ziele, Leute. Niemand erschießt Aristide. Denkt dran! Wir brauchen Kontakt! Oder der Bonus. Bereit machen! Abknall! Verstärkung! Sofort hierher mit euch! Oh. Alle mal hören! Wir haben hier ein Problem! Und ich mag auch nicht! Erwischt! Wo bleibt dieser Schlapper? Ich will die Unterstützung hier haben! Thank you.
klar hier. Warte auf Zeit. Versuch, Slope zum Backup zu erreichen. Okay. Ich komm rauf. Ich auch. Sind vermutlich alle hinter Godot her. Alles ruhig. Statusbericht. Thank you.
Der Rest des Teams. Wir haben wenig Zeit. Sie und Ihr Team sind unsere einzige Hoffnung, Alma zu stoppen. Oh Gott, das ist sie. Dieser Sturkopf hat uns wahrscheinlich eben umgebracht. Was ist los? Wisst ihr was? Pupillen sind geweitet. Er reagiert auf die Medizin. Auf die Dosierung. Das sollte nicht sein. Und wenn es nicht wirkt? Was läuft hier, Dr. Young? Moment. Verdammt. Notmaßnahmen. DVT oder Kammerflimmern? Laden auf 200. Nein, besser 300. Dr. Young. Er lebt. Aber wir sind zu schnell. Wir müssen... Macht einfach. Thank you.
Das war's. Ja, mach das Morphium bereit. 4 Meter. Wo stehen wir, Dr. York? Er ist verkarrt. Wir müssen ihn zuerst stabilisieren. Keine Zeit. Er ist instabil. Jetzt weiterzumachen ist riskant. Sie setzen... Ich habe keine Wahl, Dr. York. Weiter. Gut, Dr. York. Sie spüren einen Stich. Genau jetzt.